Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir müssen immer noch in die Safeco und die Safeco retten. Und ja, das machen wir jetzt auch. Wir haben den Türöffner im letzten Part gefunden, was ganz nice ist. Aber den werden wir erst im nächsten Part nutzen. Gut, wahrscheinlich erst im nächsten Part, aber egal. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ich meinte eigentlich nicht im nächsten Part, sondern erst, wenn wir hier alles durch haben. So. Wenn wir einmal alle Treppen gegangen sind, werden wir den Türöffner in jedem Stockwerk einmal nutzen. Komm, Drachenwut dürfte reichen gegen Macholo für den Anfang und dann noch ein Slam hinterher oder so. Oder nochmal Drachenwut, vorsichtshalber. Das dürfte gehen. Geowurf ist auch echt strong gewesen gerade. Hat gut Damage gemacht. 29 Damage ist nett. Wieso Macholo? Maschok. Komm. Es bietet sich an, Tauboga einfach gegen diese Kampf-Pokémon zu trainieren. Es muss einfach sein. Einfach Aeroas. Zack. Oh, nett. Doch. Vergeltung, nee. Alter Vater. Ich wollte gerade erst sagen, okay, ich setze Ruckzuckieb ein, aber das... dieser Damage von Vergeltung hat mir doch gerade schon ein bisschen Angst gemacht, deswegen habe ich auch lieber auf Aeroas zurückgegriffen. Nein, ich bin raus. Ja, das bist du. Hallo. Oh je, oh je, Mine, hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Das Team Rocket hat die Kontrolle über dieses Gebäude übernommen. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Safeco abgesehen haben. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du magst es, dich mit dem Team Rocket zu widersetzen? Ja. Natürlich. Warum auch nicht? Ihr seid ja nicht unbedingt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr das Klong gerade gehört habt, aber das war mein Kaffeebecher. Donner. Ich hätte Dragonier auch theoretisch Schockwelle beibringen können. Damit es vielleicht eine Donnerattacke hat, die mehr trifft. Aber ich dachte mir, Donner ist doch schon eine Nummer geiler. Deswegen habe ich auf Donner zurückgegriffen. Ah, verdammt. Es trifft halt leider seltener, ne? Und ein Konfusstrahl. Natürlich kommt ein Konfusstrahl. Komm schon. Please. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Verwirrungsausweichtag. Definitiv nicht. Haha. So, der gleiche Part wie letzter Part. Der gleiche Tag wie im letzten Part. Da hatte ich auch schon Verwirrungsprobleme. Dragonier ist besiegt, oder? Nein. Es hat noch überlebt. Knapp. Aber es hat überlebt. Komm schon jetzt. Immer noch verwirrt. Oh. Und dreimal verwirrt. Und dreimal durch Verwirrung getroffen. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das kann doch nicht sein. Und natürlich geht es jetzt daneben. Oh, ey. Also ein bisschen, ne? Ein bisschen ist das echt gerade gemein. Danke. Alter. Das hat mich ja doch gerade ein bisschen, ne? War ein bisschen zu viel für mich gerade. Golbat. Ja komm, das Golbat dürfen wir, wenn Donner trifft und wir nicht verwirrt sind, schaffen. Donner trifft. Sehr schön. Ich glaube in irgendeinem was? Lol. Ist das nicht One-Shot war? Ich glaube in irgendeinem Pokémon-Projekt. Ich weiß noch nicht in welchem. Aber ich glaube, in irgendeinem werde ich mir einen Zubat fangen. Damit ich später einen X-Bat habe. Du elender Verräter. Ich? Warum? Hä? Okay. Weil ich mag X-Bat. Das ist ein cooles Pokémon. Ich weiß ja nur nicht, wie stark es oder schwach es ist. Deswegen. Einfach mal Türöffner benutzen. Denn hier ist ein Item, das wollte ich haben. Protzer. Okay. Hier ist, glaube ich, wirklich nur der Rocket-Rüpel, der Trainer und das Teleportationsfeld. Rush hier nochmal eben kurz durch. Ich glaube, die gibt mir ein... Lapras? Gibt die mir ein Pokémon? Ich weiß es nicht.
Calcium, okay. Hier gibt's echt eine Menge cooles Zeug, ne? Du dachtest wohl, ich arbeite für die Silvko. Nein, ich wusste schon, dass du ein Trainer bist. Sonst wärst du irgendwo eingesperrt, glaube ich. Ein Elektroball. Okay. Dragon hat sehr wenig Leben. Oh. Vorsichtshalber mal ein Hypertrank. Ja, ich weiß, ich verschwende die Dinger ein bisschen, aber wir haben die Kohle. Nicht effektiv, das ist sehr schön. Drachenwut. So, Ultraschall. Macht 20 Damage, immer. So wie Drachenwut immer 40 Damage macht. Kreideschrei. Wow. Tschüss, Elektroball. Drachenwut würde ich finishen. Ach, schön. Wir haben Dragon hier echt ganz gut trainiert mittlerweile. Slymog, komm. Nidoking oder Smetbo? Komm, Smetbo. Wir haben Dragon hier echt mittlerweile ganz gut trainiert. Hat ein sehr gutes Level mittlerweile erreicht. Ging doch schneller und leichter als erwartet, um ehrlich zu sein. Und ja, irgendwann, wie gesagt, werde ich, glaube ich, mal ein X-Part in Pokémon Let's Play nehmen. Hab ich Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Hab ich richtig Bock drauf. Pokémon hat Gold, so Silver. Ich glaube da nicht. Es wäre dann noch mein Flug-Pokémon, weil ich glaube, es kann fliegen oder nicht. Es kann Fliegen erlernen. Also Golbat zumindest oder X-Part zumindest, glaube ich. Feierabend, ich gehe nach Hause. Okay. Ich bin mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Supertrank brauchen wir? Nee, geht fit. Also ich bin mir da echt nicht sicher. Oder kann es? Müsste ich nachgucken. Du bist ganz schön mutig. Wenn es, glaube ich, kein Fliegen kann, dann kann ich es nicht durch ein Dings-Pokémon ersetzen, sag ich mal. Durch ein... Ihr wisst Bescheid. Durch ein Flug-Pokémon. Oder kein Flug-Pokémon durch S ersetzen. Hyperzahn. Ah. Oh, macht immer noch so viel Damage, ey. Slam geht natürlich daneben. Natürlich geht Slam daneben. Ich hätte es erwarten müssen. wenn es fliegen kann, werde ich X-Bud als Flug-Pokémon so gesehen in mein Team aufnehmen. Und dann irgendwo, wo ich sowieso keine Ahnung hätte, welches coole Flug-Pokémon ich nehmen sollte, werde ich es dann nehmen. Oder so. Ich weiß noch nicht, wir sind in Höhen und so? Also in Saphir, Smaragd und Rubin. Kann man, glaube ich, gar kein Zubat fangen, oder? Weil da wäre es eine Möglichkeit. Da weiß ich nämlich noch nicht, welches Flug-Pokémon ich nehmen soll. Klar, Schwalbini und so, Schwalboss später, eh. Aber bin ich gar nicht so der Fan von. Altaria wäre ganz nice, aber sonst fällt mir kein cooles Flug-Pokémon ein. Da könnte man theoretisch dann... Ja, wie gesagt, ich glaube, Zubat gibt es da gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich gucken, wie gesagt. Aber ich glaube, irgendwann werde ich mal Zubat mit ins Team nehmen und später zu einem X-Bud entwickeln. Ich brauche ja einfach nur sehr viel Zuneigung, ne? Das heißt, ein Level-Up auf guter Freundschaftsbasis. Eigentlich würde sich der Diamant und so gut anbieten, weil da hast du ja den Poketch. Oder wie der heißt. Wo du nachgucken kannst, yo, mag dich das Pokémon oder mag es dich nicht? Licht aus. Aber ich weiß noch nicht. Türöffner eingesetzt. Ey. Hier ist es gefährlich, du wirst mich nicht retten können. Doch, werde ich. Es wäre fatal, dass die Rocket die Silvko oder unsere Pokémon übernehmen würde. Aus dem Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Das klingt aber auch echt interessant, muss ich sagen. Gehe ich jetzt hier runter noch? Ja, komm. Dann kann ich den schon mal besiegen, komm. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein. Ja, das bin ich. Vielleicht gibt's aber auch noch ein anderes Kind. Vielleicht der Chef sein, weiß nicht, bring dein Kind mit zur Arbeitstag. Oder so. Kann alles sein, kann alles sein. Willst du nur so in den Raum stecken? Und ich glaube, ich lege gleich EP-Teile ab. Weil ich echt schätze, Dragoni braucht den nicht mehr. Ist mittlerweile gleich Level 34 nach dem Sandern. Also hat es langsam unser Level-Niveau echt erreicht, was ganz nice ist. Ja, was ganz nice ist. Ein Sandama, komm, es schafft
Dragonier auch noch. Ich könnte Dragonier echt Aquawelle beibringen, oder? Das wäre auch noch ein guter Move für Dragonier, schätze ich. So, wenn ich es mir recht überlege. Zumindest bis es halt wirklich Flügelschlag und so kann. Und das kommt halt erst mit Level 55. Das dauert halt echt noch Ewigkeiten. Weil es das erst lernen kann, wenn es Dragoran ist. Ich glaube, ich bringe... Ja, doch. Anstatt Slam, oder? Was haben wir denn noch so? Gigasauger wäre auch eine coole Möglichkeit. Aquawelle hätten wir halt. Durchbruch kann es nicht, ne? Gengar könnte Durchbruch, das wäre auch ganz cool. Aber es hat keinen freien Slot mehr, sag ich mal. Turtok hat alle Attacken. Nidoking könnte es auch lernen, aber es hat auch gute Attacken dabei. Wer kann denn Schockwelle noch so erlernen? Dragonier, Nidoking. Nidoking kann auch alles, oder? Ich hab das Gefühl, Nidoking kann alles. Ha! Übernahme. Okay. Nein. Wer kann Gigasauger so erlernen? Das könnte Smetbo. Könnte ich eigentlich beibringen erstmal, oder? Weißt du nicht. Aber wir bringen jetzt erstmal, komm. Wir bringen Dragonier Aquawelle bei. Sogar das kann Nidoking. Warum kann Nidoking das alles? Komm, anstatt Slam ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich meine, Slam ist eine schöne Attacke an sich. Aber, ja, wäre jetzt nicht so nötig, würde ich mal meinen. Hey, ich bin einer der fieberrichtigen Rocket-Brüder. Oh, dann bist du schon nochmal zwei. Alter. Seht ihr? Gut, dass wir Dragonier Aquawelle beigebracht haben. So hat es eine effektive Attacke gegen Tragossus. Das ist zwar kein One-Shot, aber es ist okay. Würde ich sagen. Also, Dragonier ist an sich doch relativ schwach, ne? Also, es ist auf jeden Fall... Dratini war halt einfach todesschwach. Hätte man das früher gefangen, dann wäre es vielleicht okay gewesen. Weil dann hätte es besser trainiert werden können. Oder so. Aber es ging halt nicht. Weil, ja, vorher konnten wir es nicht fangen. Aber Dragonier ist auch immer noch nicht krass strong. Weil das ist das Tragosso jetzt zum Beispiel nicht one-shottet. Wundert mich. So, es ist 5 Level unter Dragonier. Dragonier ist eine Weiterentwicklung schon. Tragosso noch nicht. Und es ist eine effektive Attacke. Muss mir mal die Werte von Dragonier angucken. Irgendwie. Tut mir leid, Brüder. Ich muss mir mal eben die Werte angucken. Ein Safari-Zone. Achso, oh, wir sehen, wo wir es gefangen haben. Cool. Ja, echt schlechte Werte, wenn ich mir... Gengar hat halt einen echt hohen Spezialangriff. Dragonier hat eine gute Initiative eigentlich. Würde ich mal meinen. Obwohl, Gengar ist halt hart, ey. Wenn ich mir die Werte von anderen angucke... Dragonier ist gar nicht mal so krass dabei mit den Werten. Das ist ein Ding. Aber ist okay. Okay, das ist ein einziger Rocket-Rüpel, der einfach easy umgangen werden kann. Ah, und hier sind wir hier. Okay. Wir sind jetzt mittlerweile... Okay. Ja, komm. Du bereitest uns nichts als Ärger. Ja, das ist... Mein Sound ist aus. Weil der Sound zu leise ist und meine Boxen das nicht registriert haben. Alles klar. Ja, meine Boxen schalten sich irgendwann nach einer Zeit ab. Und wie es aussieht, war es gerade so weit. dass die den Sound von Pokémon gerade, dass er so leise war, angeblich, dass die den nicht registriert haben. Und dadurch sich abgeschaltet haben. Das habe ich in Streams manchmal auch, das ist weird. Also allgemein, während Aufnahmen oder Streams oder so, ist es todes weird, wenn auf einmal sich der Sound ausschaltet. Denkst du so, hä? Was? Hä? Warum? Hä? Sound? Ja, komm. Wir setzen mal Gengar ein. Gengar können auch ein bisschen trainiert werden. Level 36 wollte ich ja eigentlich Level-Niveau halten. Und gegen das Elektroball dürfte Gengar, glaube ich, besser ankommen als Dragonier. Weiß ich gar nicht genau. Eigentlich, Dragonier ist immun. Also, das ist immun. Es hat eine Stärke gegen
Elektroattacken. Elektroattacken sind ja auf Dragonier nicht effektiv. Huch, verloren. Ja. Deswegen wäre das eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, aber naja, komm. Wir nehmen mal das Item übrigens weg. Wir haben auch keine irgendwie Verbesserungs-Items, ne? Attackenverbesserungs-Item. Ich bin einer der fieberrichtigen Rocket-Brüder, da müsstest du schon Nummer 3, den wir besiegen. Ich meine sowas wie Holzkohle oder so. Haben wir ja alles gar nicht, ne? Ist echt krass. Smogmog. Donner hat noch 2. Ja, komm, wir müssen mit Flammenwurf und Aquawelle erstmal arbeiten. Oh, ist doch schon netter Damage. Smog ging daneben, schön. Das heißt, Dragonier finisht jetzt das Smogmog mit Flammenwurf und dürfte ein Level abbekommen. Ja. Nice. Und so ist es mittlerweile auf einem relativen Levelniveau unserer Pokémon. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? 36 habe ich ja gesagt, das Levelniveau. Oder soll es zumindest sein. Und dahin trainieren wir Dragonier jetzt auch noch. Oh! Oh! Not even close, würde ich sagen. Not even close. Alter Vater. Puh. Dragonier darf nicht noch mehr sterben. Also noch mehr besiegt werden. Es wurde schon so oft als Ratini besiegt. Langsam darf es das nicht mehr. Sonst hasst es uns irgendwann. Je öfter, glaube ich, ein Pokémon besiegt wird, desto weniger mag es dich oder so, ne? Also die Zuneigung sinkt immer mit jedem besiegt werden oder so. Bin ich der Meinung. Oder erzähl ich jetzt Stuss? Ich weiß es nicht. Ups, Brüder, ich hab versagt. Einen gibt es noch. Der kann auch alles retten bei euch. Oh, Item. Eisen. Alter, wir kriegen echt viel Schrott hier, ne? Also nicht Schrott, aber echt viel Zeug. Das kannst... Nein, nicht... Ich wollte doch nicht Gengar einen Hypertrank geben. Ich wollte Dragonier den Hypertrank geben. Irgendwo hier gibt es auch, und die erreichen wir wahrscheinlich nur durch ein Teleportationsfeld, aber es gibt eine Frau, die... Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Oh, du bist sogar... Oh, okay. Was soll ich sagen? Endstation, bis hierhin und nicht weiter. Ah, genau, es gibt eine Frau, die heilt unsere Pokémon. Hier in der Sylph Go, aber die erreichen wir, glaube ich, nur durch ein Teleportationsfeld. Bin ich der Meinung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Drachenwut, komm. Ja. Nice. Wie gesagt, ey, warum erwarte ich die? Also ich muss diesen Damage erwarten. So, es ist 40 Damage. Immer. Da Radikal mit Level 26 noch nicht wirklich viel KP hat, ist es klar, dass es so guten Damage macht. So, Radikal dürfte besiegt sein. Definitiv besiegt, ja klar. Und 600 Erfahrungspunkte. Ein Arbok. Ich glaube, ich wechsle weiter auf Gengar. Gengar braucht noch ein Level up. Das ist Gengars Time to Shine, würde ich sagen. Einfach Hypnose und Traumfresser und das Arbok dürfte besiegt sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, Hypnose trifft sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mag es, wenn Hypnose trifft. Ist immer ziemlich nice. Gefällt mir. I like that. Ja. One-Shot, alles klar. Aber ich glaube, nach dem Arbok hier ist es noch kein Level-Up. Nee. Golbat. Dann das gleiche Spiel nochmal. Obwohl ich glaube, ich... Ja, es ist ein Golbat. Es kann Hypnose... Es kann mich verwirren. Deswegen mache ich es lieber mit Hypnose. Es wäre echt doof, wenn ich verwirrt wäre. Oder Gengar verwirrt wäre halt. Das wäre nicht gut. Das wäre blöd. Würde ich nicht mögen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 900 Erfahrungspunkte. Gengar Level 36. Gengar hat das Levelniveau erreicht. Ein Smogon. Gut, komm. Tauboga braucht auch noch sein Level-Up. Und Smogon gegen Smogon. Na komm. Machen wir mal Tauboga.
Doboga braucht noch sein Level 36. Danach trainieren wir weiter alle auf 40. Würde ich sagen, ja, doch. 40 ist das nächste Level-Niveau. Und dann halt immer in 5er Schritten weiter und so. Smog. Ging daneben, das ist schön. Noch einmal fliegen, kommen. Und das Morgon dürfte besiegt sein. Wie schnell es eigentlich geht mit dem Leveln, wenn keine B-Teile eingesetzt wird. So. Weil du halt echt viel Erfahrungspunkte kriegst. Okay, bei so einem Smogon jetzt nicht, aber sonst. Mist, der Mut hat mich verlassen. So, aber ich glaube, das war's mit dem Part, Leute. Oh Mann. Ah, die müssen einen Tag warten. Ich kann gleich wieder aufnehmen. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!